Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde das ganz toll, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich finde es ganz toll, dass ihr so viel Stimmung und so viel Engagement mitgebracht habt. Also einerseits gute Laune muss man ja schon mitbringen, um manches zu ertragen, was so in diesem Lande passiert. Aber wir brauchen eben auch vor allem euer Engagement, weil wir jetzt in diesem Wahljahr stehen und weil man ja wirklich schon merkt, mein Gott, wird hier wieder teilweise gelogen, dass sich die Balken biegen. Also man hat das Gefühl, es gibt in diesem Land eigentlich nur Oppositionsparteien, wenn man sich anguckt, was sie alles jetzt plötzlich versprechen, was sie besser machen wollen. Man hat das Gefühl, die waren offenbar noch nie an einer Regierung. Und gerade deswegen braucht es eine starke Linke, damit man sie nach der Wahl an ihre Versprechen erinnert und ihnen auf die Finger klopft, wenn sie sie wieder nicht einlösen. Und ich meine, die SPD hat sich ja nun wirklich einen ganz besonderen Trick einfallen lassen. Also da muss man ja erst mal drauf kommen. Also seit 1999 regiert diese Partei 15 Jahre insgesamt dieses Land. In der Zeit hat sie Hartz IV eingeführt, die Leiharbeit liberalisiert, die Renten gekürzt. Sie hat bei den Steuern die Mehrwertsteuer erhöht, die Reichensteuern verringert und vieles andere mehr. Und jetzt stellt sie einen Kanzlerkandidaten auf mit der zentralen Botschaft, es geht nicht gerecht zu in diesem Land. Ja, also liebe Freundinnen und Freunde von der SPD, ja, das stimmt leider, nur da habt ihr verdammt großen Anteil dran. Und deswegen nehmt endlich mal ernst, das zurückzunehmen. Erzählt es nicht nur vor der Wahl. Das muss tatsächlich verändert werden. Es ist nicht gerecht in Deutschland. Das sagen wir allerdings schon lange. Mein klar, späte Einsicht ist besser als gar keine Einsicht. Völlig d'accord. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn die SPD das ernst meint und wenn sie tatsächlich die Agenda 2010 in Frage stellen würde, dann hätten wir endlich einen Partner. Das würde ja richtig was in Bewegung bringen in diesem Land. Und die SPD könnte sich dann auch endlich wieder, sag mal, mit ihrem Namen schmücken. Also bisher war das ja sozusagen, das S stand ja eher so für Sozialabbaupartei Deutschlands. Wenn man jetzt tatsächlich wieder ernst meint, dass man das Gegenteil von dem tun will, was man in der Vergangenheit getan hat, könnte man sie ja jetzt auch Saulus-Paulus-Dachverband nennen. Also eine Partei, die wirklich eingesehen hat, dass sie verdammt Mist gebaut hat. Wäre super. Also die Linke wäre absolut dafür. Natürlich würden wir uns freuen und natürlich würden wir das unterstützen. Aber ich sag mal, wenn ich mir genau angucke, was bisher so inhaltlich kam, muss ich sagen, das ist ja ein bisschen dünner. Also da ist zwar eine ganz große Inszenierung und große Erzählung und die Arbeitgeberverbände, die bekommen ja alle schon rote Flecken. Aber was hat eigentlich Schulz wirklich angekündigt, was er ändern will? Er hat gesagt, er will die sachgrundlose Befristung verbieten. Richtig, dringend notwendig, weil diese Überzahl befristeter Jobs, das ist unwürdig. Und wir haben das auch schon mehrfach im Bundestag beantragt. Leider hat die SPD immer dagegen gestimmt, die sachgrundlose Befristung zu verbieten. Wir haben Herrn Schulz gesagt, gut, wir haben immer noch im Bundestag eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen. Die Grünen müssen vor der Wahl mitziehen, wir sind sowieso dafür. Also lasst uns die sachgrundlose Befristung verbieten. Wieso sollen wir damit bis nach der Wahl warten, wo wir noch nicht mal wissen, wie dann die Mehrheitsverhältnisse sind? Also drauf zu, sachgrundlose Befristung verbieten wäre für Millionen Menschen in diesem Land eine deutliche Verbesserung. Lasst es uns machen, dringend notwendig brauchen wir. Aber bitte nicht nur reden, sondern endlich mal mitmachen. Kam bisher wenig Antwort von der SPD, kam bisher auch kein Signal, dass man das wirklich will, da wurde was von Koalitionstreue geredet. Na gut, gucken wir uns an, was hat er noch so angekündigt. Also das Arbeitslosengeld 1 will er für Ältere länger zahlen, auch eine alte Forderung der Linken. Also man fühlt ja so immer sich erfreut, wenn andere was aufgreifen, was man immer beantragt hat, leider eben nicht erfolgreich. Also auch das, klar könnte man das machen, Arbeitslosengeld 1 länger für Ältere. Aber es tut mir leid. Also wenn daraus, aus diesen zwei Forderungen, und ich habe wirklich viele Reden von Schulz gelesen, es gibt nichts Weitergehendes. Wenn man daraus macht, das würde die Agenda 2010 in Frage stellen. Also es tut mir leid, da hat irgendjemand nicht verstanden, was Agenda 2010 ist.
Hartz IV ist nicht dadurch aufgehoben, dass wir für Ältere ein paar Monate länger Arbeitslosengeld I zahlen. Hartz IV bedeutet Armut per Gesetz. Hartz IV bedeutet Demütigung. Hartz IV bedeutet eben auch, dass man gezwungen wird vom Jobcenter, einen Leiharbeitsjob oder andere mies bezahlte Jobs anzunehmen. Ja, das muss sich doch endlich ändern, wenn man es ernst meint. Das ist doch der Kern der Agenda 2010, dass man, wenn man den Job verliert, ganz schnell, ganz tief nach unten fällt und dass man sich deswegen nicht mehr traut, sich zu wehren. Und das wollen wir aufheben. Wir sind tatsächlich die Anti-Agenda 2010-Partei. Das werden wir auch bleiben und wir werden auch der SPD weiter Beine machen, weil es muss tatsächlich diese unsäglichen Gesetze müssen weg, wenn es in diesem Land wieder gerechter zugehen soll. Das sind die falschen Weichenstellungen gewesen und da muss man wirklich was dran tun. Ich meine, es ist ja inzwischen üblich geworden, dass immer so von den hart arbeitenden Menschen gesprochen wird. Und das ist ja auch richtig. Also das, was wir an Reichtum in Deutschland haben, also ganz wenige, die es haben, erarbeitet haben, ist die ganz vielen Millionen, die jeden Tag zu ihrem Job gehen und jeden Tag schuften. Und es ist auch richtig, wenn man feststellt, gerade die Menschen, die hart arbeiten, haben einen immer geringeren Anteil daran, an dem, was sie erarbeiten. Aber wenn man das ändern will, was fällt mir da an allererster Stelle ein? Da fällt mir doch an erster Stelle auch der Mindestlohn ein. Und da gab es gerade gestern nochmal einen Vergleich der Mindestlöhne mit anderen europäischen Ländern. Und da muss ich sagen, das ist doch eine Schande für Deutschland. Wir haben wirklich mit einem der jämmerlichsten Mindestlöhne, wenn wir das vergleichen mit Ländern wie Frankreich, die Niederlande, Luxemburg. Frankreich hat 9,76 Euro, Luxemburg hat über 11 Euro, um mal nur die Länder zu benennen, die man von hier aus mit dem Fahrrad erreichen kann. Und in Deutschland werden Menschen mit 8,84 Euro abgespeist. Das ist doch kläglich, das darf doch nicht so bleiben. Und da hätte ich auch mal gern was von Herrn Schulz gehört. Von der CDU hört man dazu sowieso nichts. Dieser Mindestlohn ist ein Armutslohn und ein Hungerlohn. Und das wollen wir ändern. Dafür kämpfen wir. Und das muss auch dringend so sein. Und natürlich auch die ganze Frage der Leiharbeit. Ja, sicher ist sie eine ganz zentrale Frage, die sich doch nicht erledigt hat durch irgendwelche Reden. Es ist ja ein tagtäglicher Skandal, dass Menschen in Leiharbeit den halben Lohn von dem bekommen, was andere haben. Deshalb bleiben wir auch dabei, Leiharbeit ist moderne Sklaverei. Und moderne Sklaverei hat in einem Land wie Deutschland nichts zu suchen. Deswegen gehört das verboten. Das muss weg, wenn es gerecht zugehen soll. Das ist tatsächlich etwas, was wir ganz, ganz dringend auf die Agenda nehmen müssen. Und insoweit muss ich sagen, also so richtig kann ich diesem ganzen Gerechtigkeitsdrall der SPD nicht trauen, sondern ich sehe eigentlich auch bezogen auf die ganze Frage, welche Koalition wird angestrebt, hält man sich alles offen? Und das eingedenk dessen, ich meine, das muss man sich immer vergegenwärtigen, zum Beispiel das Verbot sachgrundloser Befristung, das hatte die SPD 2013 auch schon im Wahlprogramm. Und wenn man jetzt Herrn Schulz fragt, warum Sie das nicht umgesetzt haben, dann sagt er, ja, weil unser Koalitionspartner das nicht mitgemacht hat. Auch bei vielen anderen Sachen ist immer sozusagen der Koalitionspartner, also die CDU, CSU, macht das nicht mit. Das ist auch richtig, leider. Klar, also mit denen kann man nun schon gar keine soziale Politik machen, mit CDU und CSU. Nur, da macht es mich doch sehr stutzig, wenn Herr Schulz dann bezogen auf die Frage, welche Koalition er anstrebt, also nicht, was er macht, wenn nichts anderes geht, sondern was er will, sich wirklich alles offen lässt. Da geht Grün mit Grün und Gelb, also mit der FDP, da geht es mit der CDU. Irgendwie ist zwar scheinbar auch noch möglich mit uns, aber da haben ja jetzt schon eine ganze Phalange von SPD-Politikern gestern gewarnt, dass man Rot-Rot-Grün auf gar keinen Fall machen darf. Also die einzige Koalition, in der man vielleicht realistisch, zumindest wenn die Grünen nicht so stark werden, vielleicht realistisch eine soziale Politik durchsetzen kann, nämlich mit der Linken, das ist die einzige, wo dann zumindest Teile der SPD sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall, wir wollen lieber mit der FDP oder lieber wieder mit der CDU. Dann haben wir nämlich wieder eine Ausrede, warum das alles nicht geht. Und deswegen muss die Linke so stark werden, weil ich sage, wenn die Linke wirklich stark wird bei den Wahlen in diesem Jahr, und das fängt im Saarland an und das
endet bei der Bundestagswahl, dann werden Sie sich nicht trauen, die Leute noch mal so zu verarschen, wie Sie das 2013 gemacht haben. Und deswegen müssen wir zulegen, auch aus diesem aktuellen Umfragetief rauskommen. Meine Fußballkompetenzen sind ja sehr begrenzt, das gebe ich ehrlich zu. Man weiß allerdings, Herr Schulz ist ja sozusagen ein verhinderter Fußballprofi. Und ich habe mir sagen lassen, links antäuschen, rechts spielen, das sei eine sehr bewährte Fußballstrategie. Ich möchte mal nicht hoffen, dass Herr Schulz in diesem Falle politisch Fußball spielt, sondern ich will einfach hoffen, dass je stärker wir werden, desto eher man auch diese Partei wieder auf einen Kurs bringen kann, wo wir wirklich gemeinsam etwas verändern. Weil so wie jetzt darf es doch einfach nicht weitergehen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir in einem Land leben, wo die Zahl der armen Kinder und die Zahl der armen Rentner im Gleichschritt mit der Zahl der Millionäre und Multimillionäre wächst. Das darf nicht so bleiben. Das macht am Ende auch eben solche Truppen wie die AfD stark. Und wenn man will, dass die sich irgendwann von der Bildschirche verabschieden, dann brauchen wir eine sozialere Politik. Weil nur wenn diese Verunsicherung und dieses Gegeneinander des gesamten politischen und des gesamten sozialen Lebens, wenn das überwunden wird, wenn Menschen sich wieder sicher fühlen, nur dann werden sie auch wieder den Glauben zurückgewinnen, dass diese Demokratie etwas für sie bietet. Und das ist doch der Kern, warum die AfD und andere stark werden, dass die Menschen enttäuscht sind, und zwar zu Recht enttäuscht sind, dass sie von der Demokratie und von dem, was sich demokratische Politik nennt, dass da ihre Interessen überhaupt keine Rolle spielen. Und das Schlimmste wirklich wäre, wenn nach der Bundestagswahl die SPD tatsächlich das gleiche Spiel nochmal macht wie 2013, dann wären sie wirklich mitverantwortlich dafür, dass rechts richtig durchzieht. Ich will das nicht, wir wollen das nicht und wir werden als Linke dagegen kämpfen, weil wir wollen ein gerechtes Land und ein sozialeres Land. Man muss ja sagen, seinen revolutionärsten Vorschlag, den hat Herr Schulz eigentlich gemacht, als er noch im Europaparlament war und als er dort Präsident war. Der ist damals gar nicht so beachtet worden. Ich habe den vor kurzem nachgelesen, war völlig verblüfft und tief beeindruckt. Er hat nämlich als Präsident des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, man müsse Fake News verbieten. Da war ich jetzt echt platt. Also Fake News verbieten, das traut sich noch nicht mal die Linke, weil das heißt ja zum Beispiel Bildzeitung verbieten. Gottes Willen, also ich habe das jetzt nicht vorgeschlagen, nicht, dass mir das einer unterstellt, aber Herr Schulz will also Fake News verbieten, Bildzeitung verbieten. Ja, nicht nur die Bildzeitung. Mein Gott, selbst die Kanzlerin, der will der das Wort verbieten. Ich meine, was soll denn Frau Merkel noch sagen, wenn man ihr verbietet, Unwahrheiten zu sagen und Fake News? Also da fällt ja doch wirklich nichts mehr ein. Also sie erzählt uns doch immer so freundlich. Ich meine, ich will ja nur mal ein Beispiel nennen. Frau Merkel erzählt doch immer so ganz begeistert, obwohl in letzter Zeit klingt sie nicht mehr so begeistert, aber zumindest erzählt sie es immer noch, Deutschland geht es gut. Und wenn sie ganz besonders gut drauf ist, erzählt sie dann sogar, uns geht es so gut wie nie zuvor. Das ist eine klassische Fake News. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat gerade vor kurzem noch mal die Zahlen rausgebracht. Und da muss ich sagen, da war sogar ich ziemlich erschüttert über die Dramatik der Umverteilung und die Dramatik wirklich auch des Einkommensverlusts. Nach diesen Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben die unteren 40% der Bevölkerung massiv seit dem Jahr 1999 an Einkommen verloren. 40% der Bevölkerung haben massivst Einkommen und damit natürlich auch Wohlstand und Lebensqualität verloren. Und selbst die mittleren Einkommen haben gerade mal so stagniert. Also von wegen Deutschland geht es gut. Da gibt es richtig harte Rückschritte. Und die kann man natürlich auch an Zahlen messen. Beispielsweise weiß man, dass die Löhne derer, die keinen Tarifvertrag mehr haben, heute tatsächlich um fast 20% niedriger sind als zur Jahrtausendwende. Ja, da kann man doch nicht Leuten sozusagen auf die Öffentlichkeit loslassen, die dann erzählen, Deutschland geht es gut. Also insoweit bin ich total für Schulz, also Fake News verbieten. Fake News verbieten würde dann zum Beispiel auch bedeuten, dass nicht mehr irgendein Innenminister öffentlich erklären könnte, Afghanistan ist ein sicheres Herkunftsland. Auch da gab es vor kurzem...
Auch da gab es vor kurzem ganz klare Zahlen, und die Zahlen waren wirklich erschreckend. Die Zahlen besagten nämlich, dass im letzten Jahr wieder ein neuer Rekord an zivilen Toten in Afghanistan zu beklagen war. 4.000 Menschen haben im letzten Jahr, 4.000 Zivilisten haben in diesem Land ihr Leben verloren, und da erzählen die uns so einen Müll. Also das ist eigentlich unglaublich. Also insoweit richtige Initiative von Herrn Schulz, leider hat er die nicht nochmal aufgegriffen. Ich meine, man kann das ja auch noch weiterspinnen. Ganze Kriege müssten rückgängig gemacht werden, wenn es keine Fake News geben dürfte. Also denken Sie an den Irakkrieg, die irakischen Massenvernichtungswaffen. Das war ja nun wirklich, das war ja der, sozusagen die Fake News, mit deren Rückhalt ein Krieg begonnen wurde, der 1 Million Menschen das Leben gekostet hat. Das Schlimme ist, Kriege kann man nicht rückgängig machen, vor allen Dingen kann man nicht den 1 Million Menschen ihr Leben wiedergeben. Aber okay, also überall Fake News. Ich finde nur, wenn wir über Fake News reden, dann muss es aufhören, dass immer nur über soziale Medien und Facebook geredet wird. Ja, schlimm genug, da gibt es auch viele Fake News, da gibt es Hass, da gibt es Denunziationen, das gibt es alles. Aber das wirklich Schlimme ist doch auch, dass in den sogenannten Qualitätsmedien eben viel zu oft Unwahrheit, Verfälschung und eben auch offene Lügen stehen. Und das muss sich auch ändern, wenn man will, dass Presse wieder glaubwürdig ist und wenn Menschen auch Pressefreiheit aus gutem Herzen und ganzer Überzeugung verteidigen sollen. Und ich meine, dass es ein wichtiges Gut ist, dass man Pressefreiheit verteidigen muss. Also das sehen wir natürlich jetzt aktuell auch bei den Geschehnissen in der Türkei. Also Merkels Superkumpel Erdogan, der dort also nicht nur die halbe Opposition oder ich glaube, es ist sogar fast die ganze, sondern eben auch die Journalisten ins Gefängnis wirft, unter anderem eben auch einen deutschen Journalisten. Das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, das ist wirklich finsterstes Mittelalter. Und ich finde es skandalös, dass die Bundesregierung hier immer noch nichts tut und nicht wirklich Druck macht. Das ist doch unglaublich, wie hier immer noch eine Kumpanei gemacht wird. Meine Frau Merkel hat das zwar jetzt kritisiert, aber gleichzeitig wird den Vertretern dieser türkischen Regierung erlaubt, in Deutschland für ihre Diktatur zu werben, sogar dafür zu werben, dass dort noch der letzte Rest an Demokratie auch noch entsorgt wird. Nein, da sagen wir als Linke auch ganz klar, Erdogan und Co. sind in diesem Lande nicht erwünscht. Wir brauchen diese Typen hier nicht. Das ist wirklich das Letzte, dass man denen noch ein Podium gibt. Und über Erdogan ist man dann schon bei der ganzen Weltpolitik, und die sieht ja zurzeit auch nicht so gut aus. Im Weißen Haus residiert ein Trampeltier, und das finden wir alle doch irgendwie ziemlich beängstigend. Aber man muss natürlich auch sagen, die ganze Debatte auch über die US-Wahl, die war ja mindestens so beängstigend wie das Ergebnis. Also auch wenn man nicht mich... Auch wieder Fake News. Ne? Wie viele Medien haben uns mitgeteilt, wer ist schuld an der Wahl von Donald Trump? Nicht die soziale Situation in den USA, nicht sozusagen die Gegenkandidatin, die sowas von unbeliebt war, dass sie wirklich keiner wählen wollte, alles nicht. Nein, wer ist schuld? Putin ist schuld. Putin ist ja sozusagen derjenige, der inzwischen darüber bestimmt, wer im Weißen Haus residiert, zumindest so, wie das ja öffentlich auch dargestellt wird. Ich habe mich gewundert, warum uns dann die Nachricht noch nicht erreicht hat, dass Putin seinen Personalchef entlassen hat, wegen groben Fehlgriffs. Weil ehrlich gesagt, das, was der Trump jetzt gerade macht, das kann sich Russland eigentlich nicht gewünscht haben. Also Trump hat ja neben vielen anderen merkwürdigen Dingen jetzt angekündigt, dass also die Rüstungsausgaben massivst erhöht werden müssen, vor allem die Ausgaben für atomare Rüstung. Nun habe ich mal nachgesehen, aktuell ist es wohl so, die Amerikaner haben etwa 7.000 Sprengköpfe, die Russen haben etwa 7.000 Sprengköpfe, beide logischerweise geeignet, die ganze Welt zu zerstören. Aber da ist mir aufgefallen, und Trump sagt jetzt, sie brauchen noch mehr, da ist mir allerdings aufgefallen, nee, der Trump hat einen vergessen. Der wirklich ultimative Sprengkopf, den Sie in den USA ja jetzt haben, der sitzt im Weißen Haus. Und wenn er den mitzählt, dann wäre sozusagen die Rechnung schon mal ganz deutlich auf Seiten der USA. Also schon deshalb ist das eine Absurdität, was Sie dort mit Ihren Rüstungsausgaben machen. Aber wirklich im Ernst, auch die ganze Debatte über Rüstungsausgaben, also da verschlägt es einem doch manchmal die Sprache, wie sehr Sie dort unsere Intelligenz beleidigen.
Also da erzählen Sie uns ja auch Merkel und Co. Sie alle erzählen uns, wir müssten jetzt endlich mehr für Rüstung ausgeben. Man hat immer das Gefühl, also bisher hat die NATO ihr gesamtes Geld in Yogamatten und Wellnessprogramme investiert und jetzt müssten wir endlich mal was für Rüstung tun, damit wir also gegenüber den bis an die Zähne gerüsteten Russen halbwegs gewaffnet sind. Und da war ich ja ganz verängstigt und dachte, Mensch, also wir haben ja gar keine Rüstung und die Russen sind also bis an die Zähne bewaffnet. Guckt man sich doch mal die Zahlen an, ob das wirklich so ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist man zum zweiten Mal erschüttert, aber dann eben darüber, wie frech in dieser Frage herumgelogen wird. Also aktuell ist es so, dass die USA allein 600 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung, also für Waffen und Kriegsgerät und andere Mordinstrumente ausgeben. 600 Milliarden Dollar. Die europäischen Staaten, die europäischen NATO-Staaten geben zusammen knapp 300 Milliarden Dollar aus. Macht zusammen 900 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. Und da dachte ich, Mensch, und wenn wir dann immer noch zittern müssen vom bösen Russen, was geben die denn da aus? Die müssen ja mehr ausgeben, als sie im ganzen Jahr erwirtschaften. Und dann gucke ich mir an, was geben also die bösen Russen aus? Die bösen Russen geben im Jahr 66 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Also hier 900 Milliarden Rüstungsausgaben. Auf der anderen Seite 66 Milliarden Rüstungsausgaben. Selbst mit China zusammen hat Russland noch weniger Rüstungsausgaben als alleine die europäischen NATO-Staaten. Und da erzählen die uns doch im Ernst, wir müssten aufrüsten, weil wir so wahnsinnig gefährdet seien, damit wir für den nächsten Krieg gewappnet sind. Also was sind denn das für Schwachmatiker und Hirnzerrissene? Nein, verdammt nochmal, wir brauchen diese Aufrüstung nicht. Und es ist ein Skandal, dass noch mehr Geld für dieses Mordgerät rausgeworfen werden soll. Und man muss natürlich auch sagen, also man sollte jetzt nicht Frau Merkel sozusagen dahinter Trump irgendwie verstecken. Die sind alle begeistert dabei. Also das ist nicht nur Donald Trump. Also dieser unsägliche Beschluss, dass man irgendwie in Zukunft 2% seiner Wirtschaftsleistung für Rüstungsgüter verschleudert, der ist von 2014. Also zumindest Trump war da noch nicht im Weißen Haus. Und Frau Merkel will den ja allen Ernstes umsetzen. Wenn die den ernsthaft umsetzt, heißt das, Deutschland alleine würde so viel für Rüstung ausgeben wie ganz Russland. Deutschland alleine hier in der Mitte in Europa, weil wir so bedroht sind. Und da jetzt alleine in diesem Jahr steigen die Rüstungsausgaben ja schon mal um 8%. Und da merkt man auch, wie die Qualitätspresse drauf ist. Also ich möchte mal hören, auch die Arbeitgeberverbände und diese ganze Clique, wie die reagieren würden, wenn eine Regierung ankündigen würde, die Renten um 8% zu steigern. Was käme für ein Geschrei? Das können wir uns nicht leisten. Da ist der Staat verschuldet. Aber die Rüstungsausgaben um 8% steigern, da sagt kein Mensch was. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch völlig perfide. Und ich meine, das auch im Lichte dessen, dass man weiß, dass jetzt im Südsudan, in Jemen und anderen Ländern eine schlimme Hungerkatastrophe droht, dass Millionen Menschen möglicherweise vom Hungertod bedroht sind. In einer solchen, und die UNO sagt, sie braucht etwa 5 Milliarden Dollar, um wenigstens das Schlimmste abzuwenden, aber sie kriegen sie nicht, weil die Staaten dafür kein Geld haben, um sie da zu unterstützen. Und gleichzeitig schmeißt man dort mit den Milliarden nur so um sich, wenn es darum geht, Dinge zu erzeugen und anzuschaffen, die Menschen töten können. Ich muss sagen, das ist so eine kranke Politik. Und das zeigt eben auch, dass wir noch viel, viel stärker werden müssen, wenn wir diesen Wahnsinn durchbrechen wollen. Diesen Wahnsinn von Kriegsvorbereitung, Rüstung und Kalkulation von Armut und Hunger in anderen Ländern. Weil das ist doch auch der Kern der ganzen Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und deswegen muss sich das dringend ändern. Und ich meine, wenn wir über Gerechtigkeit auf dieser Welt reden, wenn wir über Flüchtlinge, über Fluchtbewegungen reden, dann müssen wir über diese Armut reden. Und wir müssen vor allem darüber reden, was auch Europa und Deutschland einen Anteil daran hat, dass es dort dieses Elend gibt. Und ich meine, im Jemen liegt das ja nun auf der Hand. Die drohende Hungerkatastrophe im Jemen ist das Ergebnis eines Krieges. An diesem Krieg ist in vorderster Linie beteiligt Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist eines der Länder, das von Deutschland
hochgerüstet wird und mit Waffen nur so vollgestopft wird. Das heißt, wir sind hier mitverantwortlich. Und auch, dass die Türkei mit diesem Erdogan nach wie vor von uns Rüstung en masse bekommt. Die haben im letzten Jahr noch mal mehr Rüstung von uns gekauft als je zuvor. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch eine wirklich Politik, die völlig inhuman ist. Und ich finde, das muss man ihr auch immer wieder entgegenhalten. Und die einzige Partei, leider die einzige Partei im Bundestag, die das macht, ist die Linke. Die anderen finden das alle offenbar normal. Nein, wir finden Krieg nicht normal. Und wir sagen auch Schluss mit den Kriegen auf dieser Welt. Ich meine, dass sich Kriege zur Terrorismusbekämpfung nicht eignen, das ist ja nun inzwischen auch eindeutig belegt. Überall, wo die Kriege waren, sind die Terroristen am Ende stärker geworden und nicht schwächer, und zwar gerade wegen der vielen zivilen Toten. Und deswegen war es ja auch unsere Warnung, als wir vor anderthalb Jahren darüber debattiert haben, sich in Syrien zu beteiligen. Da hat die Linke gesagt, dieser Krieg, eine deutsche Beteiligung, hilft nichts, aber sie gefährdet die Sicherheitssituation in Deutschland, weil wir dann auch ein Anschlagsziel werden. Genau das ist eingetreten. Und trotzdem lernen sie nichts. Trotzdem wollen sie keine Schlussfolgerung ziehen. Stattdessen diskutieren sie jetzt viel darüber, was man denn mit den Gefährdern, den islamistischen Gefährdern macht, die es schon in Deutschland gibt. Da sind ja ganz viele Vorschläge dann immer in die Debatte gekommen. Und es gab teilweise auch Gesetzesverschärfungen, als ob irgendeine von diesen Gesetzesverschärfungen den Anschlag verhindert hätte, zum Beispiel in Berlin. Keine einzige. Aber man hat freudig diskutiert, freudig beschlossen. Und besonders forsch ist ja immer die CSU, wenn es darum geht, also islamistische Gefährder irgendwie zu bekämpfen oder zumindest so zu tun, als ob man das will. Und da hat ja Herr Seehofer vor kurzem vorgeschlagen, also ein Gefährder ist ja jemand, dem man noch nichts nachweisen kann. Aber er meinte also, wer Gefährder ist, der sollte sozusagen in Deutschland weggesperrt werden, am besten für immer. Nur ist das ja ein bisschen rechtsstaatlich schwierig, weil jemand, dem man nichts nachweisen kann, wegzusperren, ist eben ein kleines Problem in einem Rechtsstaat. Aber ich habe überlegt, warum ist denn dieser Seehofer so erpicht darauf, Gefährder wegzusperren? Und da ist mir eingefallen, ja klar, der hat doch immer diesen Söder im Nacken. Und wahrscheinlich findet der den inzwischen so penetrant, dass der in diese Kategorie fällt. Aber ich muss mal sagen, nur weil Herr Söder gerne loshaben will, können wir nicht in Deutschland die Gesetze ändern. Also wir sollten uns schon an rechtsstaatliche Grundsätze halten und nicht dort uns von der CDU solche Unsinn treiben lassen. Aber was ich schon finde, um das nochmal zu sagen, also ich glaube, jeder würde unmittelbar befragt, wenn man Herrn Söder oder auch Herrn Seehofer oder auch die Merkel fragt, wenn ein islamistischer Gefährder in einer Rüstungsschmiede anruft und sagt, ich möchte Waffen, soll man sie ihm liefern, soll man sie ihm nicht liefern? Na, ich würde mal sagen, nee, man sollte sie ihm vielleicht nicht liefern. Bei den kleinen Gefährdern, also bei denen, die hier so rumrennen, wäre das auch so. Aber ich sag mal, bei den Chefs der Gefährder, und das ist eben das Problem von Saudi-Arabien wie auch von der Türkei, dass sie ja nicht nur nach innen diktatorische Regime sind, die ihre eigene Opposition unterdrücken, sondern dass sie auch nachweisbar aktive Unterstützer islamistischer Terrorbanden sind. Da liefern wir Waffen und finden überhaupt kein Problem dabei. Und ich muss sagen, auch unter diesem Aspekt müssen endlich diese Waffenlieferungen aufhören. Es kann doch nicht sein, dass wir die Obergefährder in Saudi-Arabien und in der Türkei mit immer mehr deutschen Waffen ausrüsten. Das ist doch auch eine schändliche Politik. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn das irgendwann auch hier ins Land zurückkommt. Das ist dann auch wirklich logisch und das ist perfide und das ist nicht zu akzeptieren. Und ich meine, es gibt ganz viele Themen, die will ich jetzt alle gar nicht mehr streifen, über die man eigentlich alle sich empören müsste. Es gibt ja so viel, wo man sich empören muss und so viel, was man ändern muss. Und gerade deswegen brauchen wir eine starke Linke. Und wenn ich dann immer diese Debatten höre, ja, die Linke, die sei doch regierungsunfähig. Das wird ja immer so gerne gesagt, wenn man will, dass man ein Alibi hat, um nicht mit der Linken zu koalieren, um am Ende eben mit konservativen Parteien seine Wahlversprechen zu brechen. Wir seien ja regierungsunfähig. Ja, dann muss ich mal sagen, was ist denn eigentlich regierungsunfähig? Also regierungsunfähig sind für mich Parteien, die in der Regierung unfähig sind. Also die eine unfähige Regierung bilden.
Ja, da muss ich leider feststellen, verdammt nochmal, wir haben in diesem Land so viele regierungsunfähige Parteien, weil wir unfähige Regierungen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass sie abgewählt werden. Wir brauchen endlich fähige Parteien an der Regierung. Und die Linke ist fähig, weil wir kämpfen wirklich für die Menschen und nicht für irgendwelche Waffen- und Rüstungslobbyisten und nicht für irgendwelche Wirtschaftslobbyisten. Wir kämpfen dafür, dass es in diesem Land endlich mal wieder gerecht zugeht, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur eine Wahlkampffloskel ist, sondern dass sie endlich reale Politik wird. Und deswegen wären wir in der Lage, eine fähige Regierung zu bilden. Und das wäre gut, wenn die Linke das könnte und wenn die Linke die Chance dazu bekäme, weil dann diese ganzen Regierungsunfähigen endlich mal eine richtig auf die Mütze bekämen bei den Wahlen. Und ich finde, das sollten wir dieses Jahr machen. Im Saarland anfangen und bei der Bundestagswahl dann auch. Ich danke euch.